Ich bin fest davon überzeugt, dass Muslime, welche die Worte Allahs verinnerlicht haben, die zufriedensten Menschen sind. Denn egal, ob sie eine Gnade trifft oder eine harte Prüfung, der Muslim sagt immer Alhamdulillah, ist dankbar und weiß, dass das, was sein Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorgesehen hat, gut für ihn ist. Er beklagt sich nicht und ist mit sich selbst und seinem Schöpfer im Einklang. Er lebt nicht in der ständigen Sorge, etwas vom Leben verpassen zu können, da er verstanden hat, dass dieses Leben nicht das Endgültige ist und wahre Glückseligkeit nur im Islam und in den erlaubten Dingen zu finden ist. Er rennt dem irdischen Leben nicht hinterher und ist nicht auf der dauerhaften Jagd nach immer mehr Reichtum und vergänglichen Momenten des scheinbaren Glücks. Sein Glück liegt darin, Muslim zu sein, und er empfindet wahre Freude und auch Genuss und Spaß im Rahmen des Erlaubten. Er fürchtet weder die Menschen noch den Tod, da er weiß, dass er zu seinem Schöpfer zurückkehren wird. Er versucht, seine Zufriedenheit zu erlangen und nicht die der Menschen, aber trotzdem ist er hilfsbereit und barmherzig zu ihnen und wünscht sich für sie stets das Beste. Trifft ihn eine Härte oder eine Gnade, so sagt er Alhamdulillah, und er weiß, dass es gut für ihn ist.